Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Heute geht es um die 6876 aus dem Jahr 1988. 80 Teile, eine Minifigur und ihr seht es schon, Blacktron Serie 1. Und das ist das einzige Blacktron Serie 1 Set, was ich besitze. Ja, also die schwarz-gelben Blacktron, das ist das einzige, was ich von denen besitze. Ich habe sonst, ich euch ja schon gezeigt, meine ich, die Minifiguren, aber sonst nichts. Ja, Blacktron. Schwarz, meine Damen und Herren. Einfach nur schwarz. Auch sehr cool. Schwarzes Visier. Einfaches Gesicht natürlich drunter. Aber so kriegt das Ganze doch einen leicht, ja, aggressiveren Touch. Den Torso hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Auch in dem ein Strandbuggy in der City-Serie war das drin. Komischerweise Mitte der 90er nochmal. Aber hier großartig. Also das, wie gesagt, das ist einfach eine simple Figur, wo man sofort weiß, na, die sind wohl vielleicht nicht die guten. Die Anleitung ist in Ordnung, wenn man die aufklappt, auch ziemlich groß. Ja, das wird also quasi keine kleine Anleitung, sondern eine ziemlich große. Eine ziemlich große Anleitung. Also ihr seht schon, da kann ich gut mit Platz füllen. Das Set ist, wenn man so sagen möchte, ein Traum in Gelb und Schwarz. Ja, das einzig Graue, was es gibt, ist hier unten von den Drehplatten. Aber da kommen wir gleich zu, dieses Feature. Wir haben hier einmal dieses schöne Trans-Clear-Teil in Trans-Clear Yellow. Ich glaube, das gab es auch nicht so oft. Und das hat einen Vorteil. Auch hier kann man das daran hochheben. Ja. Ich hebe das jetzt mal entspannt hier dran hoch. Seht ihr? Passiert nichts. Kann ich hier ganz... Warum? Es ist hier auch hier verankert. Also man kann es hier quasi nach hinten ziehen und dann kriegt man es erst auf. Also hier wunderbar mitgedacht von Lego, dass quasi, wenn Kinder das hier vorne irgendwie so, ah, ich will das wegräumen, dass das nicht sofort, ja, es ist jetzt hier weggegangen. Ja, okay, weil ich es ja auch übertrieben habe, aber wenn ich es jetzt leicht hochhebe, kann ich sofort wegtragen. Also es geht nicht sofort, na, auch hier, wenn ich hier gegenhalte und ein bisschen gegenkonter, es fällt nicht sofort raus. Also hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht. So, das Ganze ist hier vorne ein bisschen wackelig, weil es auch nur aufgesteckt ist. Ja, es ist hier, ist ein Technikteil, das kann man nämlich auch noch so bespielen, dass man es, komm, da seht ihr schon, es löst sich, abnehmen kann. Ja, also man könnte jetzt bespielen, das Ding fliegt in die Luft und er haut hiermit noch ab. Also man hat quasi hier sogar noch ein 2 in 1. Das ist nämlich als alleiniges, ja, Raumschiff, aber dass er vielleicht sich so abkapselt damit, so als Notfall. Wir lassen das mal ab, damit ich so ein bisschen mehr hier das Hintere zeigen kann. Hier wird nämlich gleich noch eine sehr interessante Technik gezeigt. Ansonsten, sehr cool sind hier, und das kann ich jetzt auch mal aufklappen, diese schwarzen Seitenteile. Die kennt man nämlich sonst von Burgen nur, die werden hier genutzt. Innen drinne auch sehr cool, Werkzeuge. Für den Blacktron-Mensch. Ansonsten ist halt innen gern leere, aber trotzdem cool, dass was drin ist. Hier diese, ja, ne, rot leuchtenden Scheiben quasi an der Seite. Und jetzt kommen wir zum Highlight dieses Sets. Wir haben hier nämlich eine Walker-Funktion. Ja? Das heißt, also ein bisschen Star Wars AT-AT-mäßig. Ja? Er bewegt immer quasi die linke und die rechte Seite zusammen. Das kommt, weil hier unten überall, hier sind ganz viele, also wer quasi ganz viel von diesen Drehplates braucht, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Ne? Ja, und hier ist quasi der Mechanismus, kann man hier dran sehen, ja, das bewegt sich so, das bewegt sich so. Eigentlich ein simpler Mechanismus, hat aber, wenn das, wenn der quasi einen komplett, wenn man einen komplett schwarzen Walker hat, der sich dann so bewegt, hat das was, ja, das hat irgendwie... finde ich, der hat irgendwie, hat Charme. Und das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Blacktron-Set. Ich mag das sehr gerne. Wie gesagt, ich habe leider nicht mehr, weil das halt weit vor meiner Zeit war. Ich habe ein paar andere Mitte der 90er Weltraum-Sachen, die zeige ich aber erst wesentlich später. Wie gesagt, schon mal, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich werde erstmal die Sets zeigen, die ich auch wieder verkaufen will. Ja, weil ich dann ein bisschen ausräume und zum Schluss kommen die, die ich wirklich behalte. Und da freue ich mich richtig drauf, weil das... Da werde ich doch mal richtig abschweifen, was da alles dran hängt in Erinnerung. Ja, der Blacktron Walker gefällt mir richtig gut. Ja, diejenigen, die den vielleicht haben oder haben wollten, können mir vielleicht beistimmen, wenn man sagt, da ist eigentlich ganz viel richtig gemacht worden. Ja, das war für Kinder, wenn die man die Bösen haben wollte, war das super. Ja, und mehr brauche ich da gar nicht zu sagen. Daher einfach. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.